Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Webinar Freie Konstruktionen mit Schükert Next. Mein Name ist Darius Zangane und ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie die freie Konstruktion in Kombination zwischen Schükal und Schükert Next nutzen können, um sich eigene Konstruktionsvorlagen anzulegen. Wofür brauchen wir dieses Tool der freien Konstruktion? Ich wechsle mal kurz in das Schükal-Programm. In Schükal gibt es zahlreiche Vorlagen für den 2D- und 3D-Bereich, aber wir können nicht alle Projektaufgaben schon mit bestehenden Vorlagen belegen. Deswegen haben wir die Möglichkeit geschaffen, dass Sie sich Ihre eigenen Konstruktionsvorlagen zeichnen. Zeichnen heißt, Sie müssten hier die Kombination zwischen Schükal und Schükert Next wählen. Wenn wir uns einmal hier so ein paar Beispiele anschauen, dann wird, glaube ich, deutlicher, was man mit diesem Tool erreichen kann. Ich habe hier so ein paar Projekte, die etwas außergewöhnlich sind, gerade jetzt im Bereich 3D, wenn wir uns hier mal so einen Kreuzgang angucken oder Fassaden mit Bogenkonstruktionen oder solche Ellipsen als Fassade. Da sieht man schon, das sind Konstruktionen, die sind etwas ungewöhnlich, müssen aber trotzdem hier in Schükal erfasst werden. Wenn wir mal kurz in den CAD-Bereich wechseln, dann sieht man auch die Beispiele hier einmal nebeneinander. Das heißt, wenn Sie Fälle haben, die so ähnlich gelagert sind, dann hilft Ihnen hier die freie Konstruktion weiter. Wenn wir mal einen kurzen Blick auf diese Rundbogenkonstruktionen werfen. Es gibt in Schükal natürlich Vorlagen für Rundbogenfenster, aber zum Beispiel nicht für Fassaden. Oder wenn Sie eine bestehende Konstruktion für ein Fenster, eine Fensterkonstruktion, um weitere Bögen innerhalb der Konstruktion erweitern müssen, dann ist hier die freie Konstruktion das Mittel der Wahl. Wir wollen uns heute eine Konstruktion anschauen, die so ähnlich aussieht wie diese hier. Das heißt, ich habe hier so ein gotisches Element, das in einer Fassadenkonstruktion erstellt wird. Und ich werde Ihnen gleich zeigen, wie die einzelnen Schritte aussehen, bis wir dieses Element zur Verfügung haben. Vorher noch ein kurzer Blick auf Konstruktionen, die ich früher schon mal angelegt habe. Hier hätten wir zum Beispiel ein Tonnendach gerne genommen für zum Beispiel eine Shopping Mall. Oder hier so eine Kreuzgangssituation findet man oft in Hotels, wenn verschiedene Bereiche von Wintergärten zum Beispiel miteinander verbunden werden für den Bereich des Essens. Oder hier einige Konstruktionen, die es so schon in Schükal als Vorlage gibt. Pyramiden oder Satteldachsituationen oder Kuppeln, die wir aber hier mit der freien Konstruktion noch beliebig erweitern können. Dann haben wir hier diese Fassade als Ellipse. Die könnte jetzt oben auch noch abgeschrägt sein. Da sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Hier haben wir einen Wartebereich für einen Busbahnhof. Oder hier eine Konstruktion, die für den Eingangsbereich eines Bürogebäudes gedacht war. Man kann das noch ein bisschen weiter treiben. Wir sehen hier eine komplette Fassadenlösung für ein Bürogebäude, komplett in der freien Konstruktion erstellt. Wenn wir da mal so ein bisschen reingehen, dann sieht man das. Es ist keine alltägliche Lösung, aber mit der freien Konstruktion machbar. All diese Konstruktionen werden ermöglicht in der Kombination zwischen Schükal und Schükat, aber der Weg fängt hier auf der Schükal-Seite an. Das heißt, ich muss mir ein Projekt anlegen und in diesem Projekt eine neue Position. Das ist also der ganz normale Weg, so wie Sie in Schükal immer arbeiten. Wenn Sie die Position haben, wird im nächsten Schritt nach einer Vorlagenauswahl gefragt. Diese Vorlagen, die sind
begrenzt in ihrer Auswahlmöglichkeit. Also wir haben schon jede Menge Vorlagen, das kennen Sie, auch im Fassadenbereich. Und wenn wir hier in den Bereich der Lichtdachkonstruktion gehen, dann sehen wir, wie wir das eben auch schon in Schückall und Schückat mit den fertigen Positionen gesehen haben. Kuppeln, Pyramiden, Satteldächer und so weiter. Für alles, was darüber hinausgeht, gibt es hier den Bereich Sonstige. Und im Bereich Sonstige finden Sie die freie Konstruktion. Das rote A sagt Ihnen schon, das hat was mit AutoCAD zu tun. Ich wähle also hier die freie Konstruktion, brauche jetzt noch ein Profilsystem. In diesem Fall entscheide ich mich für FES 50. Und dann kann ich noch sagen, ob ich eine bestehende Zeichnung verwenden möchte oder mit einer neuen Zeichnung anfangen möchte. Ich gehe jetzt hier einmal in den Bereich einer bereits bestehenden Zeichnung, so, in diese aktive Zeichnung. Und wenn ich eine Zeichnung ausgewählt habe, dann bekomme ich hier auf der Schückall-Seite die Information, dass ich während der Bearbeitung dieser Umrissvorlage im CAD-System in Schückall nicht weiterarbeiten kann. Das heißt, ich muss jetzt erst im CAD-Bereich meine Konstruktion vollständig fertig zeichnen und dann kann ich das zurück übergeben zu Schückall. Wir befinden uns jetzt hier auf der Oberfläche von AutoCAD mit dem Schückert Next Aufsatz und wir sehen hier auf der linken Seite oben, dass ein neuer Werkzeugkasten dazugekommen ist. Sie kennen sicherlich den Schückert Next Werkzeugkasten oder das Ribbon, das die normalen Zeichenbefehle von Schückert Next beinhaltet. Wir bekommen aber in dem Moment, wo wir mit der freien Konstruktion arbeiten, diesen zusätzlichen Werkzeugkasten. Der ermöglicht es uns, hier einzelne Layer auszuwählen und diese Layerbelegung auf die einzelnen Linien anzuwenden. Das hat dann zur Folge, dass in Schückall diese mit Layern definierten Linien in Profile umgesetzt werden. Also wenn Sie einen Pfosten wählen, wird daraus ein Pfosten. Wenn Sie den Layer Riegel wählen, wird anschließend ein Riegel darauf gelegt. Bevor wir mit der eigentlichen Zeichnung anfangen, möchte ich noch ein paar Regeln erläutern, die unbedingt einzuhalten sind, weil ansonsten die freie Konstruktion in Schückall nur fehlerhaft ankommt oder gar nicht. Es ist generell zu empfehlen, dass man die freie Konstruktion nur dann anwendet, wenn man Erfahrung hat in AutoCAD, speziell im 3D-Bereich und wenn man auch Schückert Next schon eine gewisse Weile benutzt hat, sodass man sich damit auskennt. So, welche Regeln sind jetzt einzuhalten? Viele Regeln sind denen ähnlich, die wir aus dem Bereich der Schraffur kennen. Wenn Sie eine Schraffur anlegen wollen, dann müssen Sie sich auch an bestimmte Regeln halten. Ansonsten kann die Geometrie nicht mit der Schraffur gefüllt werden. Wir haben hier 6 Punkte, die ich erwähnen möchte. Das erste ist, es macht keinen Sinn, Überstände zu zeichnen. Das ist natürlich naheliegend zu denken, wenn ich eine Fassade zeichne als Geometrie, dann zeichne ich bei den Pfosten auch gleich die Bodeneinstände mit. Das wäre also hier in diesem Fall die Verlängerung dieser Linie über diesen Riegel hinaus. Wenn das ein Pfosten wäre, dann hätten wir hier einen Bodeneinstand. Jetzt werden aber bei der freien Konstruktion, wenn wir die übergeben, die Geometrie zu Schückall, werden alle überstehenden Linien einfach abgeschnitten. Es macht also überhaupt keinen Sinn, diese Linien hier überstehen zu lassen über die eigentliche Geometrie dieses Rechteck hinaus. Sie können höchstens zu Problemen führen aber nicht dazu, dass Sie anschließend einen Bodeneinstand der Fassade haben. Den können Sie dann in Schückall sehr leicht einfach über den Knotenpunkt generieren. Deswegen bitte verzichten Sie auf überstehende Linien. Der nächste Punkt: 2D-Lücken. Diese Geometrie sieht geschlossen aus. Aber Sie kennen das aus dem Bereich Schraffur. Wenn Sie so eine winzige Lücke haben, hier zwischen diesen beiden Endpunkten, dann wird die Schraffur nicht in dieses Rechteck eingefüllt und bei der freien Konstruktion ist es so, dass Sie dann hier dieses Feld nicht ermittelt bekommen. Sie müssten also hier einmal diese Lücke schließen. Das Programm weist Sie aber auch mit solchen magentafarbenen Kreisen nachher bei der Analyse auf solche Lücken hin, damit Sie die auch finden. Der nächste Punkt, Polylinien. Bitte achten Sie darauf, dass Sie keine Polylinien verwenden.
Wenn Sie sich vorstellen, dass später in Schückall jede Einzellinie in ein Einzelprofil umgewandelt wird, dann kann es natürlich nicht sein, dass wir hier eine durchgehende Polylinie als Rechteck haben und dass das nachher in ein Profil übersetzt werden soll. Das heißt, bitte gehen Sie hier immer hin und nutzen Sie den Befehl sprengen, um die Linien alle einzeln zu bekommen und dann können da später auch einzelne Profile draufgelegt werden. Überlappungen sollten Sie auch vermeiden. Überlappungen, das sehen wir hier in diesem Fall, diese Linie überlagert, wenn ich das mal ein bisschen zur Seite schiebe, überlagert die weiße Linie. Und diese Überlagerung würde ja in Schückall dazu führen, dass zwei Profile ineinander geschoben werden, was nicht geht. Also bitte immer darauf achten, dass die Endpunkte sauber aufeinander sitzen, so dass es keine Überlappung gibt. Gilt natürlich für horizontale und vertikale Linien und Diagonale auch. 3D-Lücken. Diese Geometrie sieht geschlossen aus, egal wie nah ich ranzoome. Aber wenn ich das Ganze mal ein bisschen kippe und nochmal ranzoome, dann können Sie hier erkennen, dass die Linien gar nicht übereinander liegen, sondern die Endpunkte einfach übereinander stehen im 3D-Bereich. Das kann man gut daran erkennen, wenn man mal die Eigenschaften aufruft und hier nach den Z-Punkten schaut. Also die Z-Erhebung ist hier bei 20 und hier bei 0. Hier haben wir die 20 und hier ist die 0. Das heißt, ich müsste hier zusehen, dass ich das auch auf 0 setze. Und dann liegen die Linien alle übereinander. Also wenn wir in einer Zeichenebene sind, dann können Sie einfach alle Linien selektieren und einfach mal schauen, ist Start- und End-Z-Erhebung gleich 0? Dann wissen Sie, dass alle Linien auf einer Ebene liegen und die Geometrie somit auch geschlossen ist. Was fehlt uns jetzt noch? Die Layerbelegung. Die Layer-Zuweisung sorgt dafür, dass nachher in Schückall die richtigen Profile an die richtige Stelle eingesetzt werden. Wenn ich hier mal näher rangehe, dann sehen wir, wir haben es hier bei dieser horizontalen Linie, die so leicht beige eingefärbt ist, haben wir es mit einem Fassadenriegel zu tun. Diese Linie ist also definiert worden über den Layer. Und diese grüne Linie ist ein Fassadenpfosten. Wenn Sie jetzt zwischendurch mal eine Linie vergessen zu belegen, und hier hätten wir jetzt zum Beispiel den Layer-Hilfslinie, dann kann das Programm da auch kein Profil zuweisen und dementsprechend bleibt die Konstruktion offen. Also das Rechteck ist quasi nicht verglast, nicht geschlossen und deswegen wird die Konstruktion nicht übergeben. Wenn wir uns an diese Regeln halten, dann können wir mit der freien Konstruktion arbeiten. Ich habe jetzt hier schon mal eine Konstruktion vorbereitet, damit wir wissen, wie das Endprodukt aussehen soll. Und jetzt gehen wir einfach mal Schritt für Schritt diese Zeichnung durch. Und ich weise dann nochmal auf die Punkte hin, die zu beachten sind. Sie können entweder hier mit einem beliebigen Layer arbeiten und erstmal alle Linien definieren, oder Sie können gleich von Anfang an hier mit dem richtigen Layer arbeiten. Sie sehen, die Auswahl wird hier in der Layerliste definiert über die Auswahl in unserem Werkzeugkasten. Ich bevorzuge es immer, mit einem neutralen Layer zu beginnen, weil ich anschließend einfach alle Linien auf einmal auswählen kann und nicht ständig die Layer wechseln muss, während ich zeichne. Also ich habe jetzt hier den Layer Konstruktion 1 gewählt, gehe auf Linie zeichnen und es ist ganz wichtig, dass man auf dem Nullpunkt anfängt. Das ist eine weitere Regel, die noch hier zu ergänzen ist. Das heißt, ich gebe jetzt als Startpunkt 0,0,0 ein. Das sehen Sie hier unten. Enter und dann ist der Anfangspunkt meiner Linie auch tatsächlich auf den Nullpunkt der Zeichnung. Ich habe unten die Länge von 5000 Millimeter. Wir zeichnen hier in Millimetereinheiten. Ich gehe 5500 Millimeter nach oben.
suche mir dann einfach hier meinen Punkt und zeige das Rechteck fertig. Ich habe es jetzt hier also mit lauter Einzellinien zu tun und nicht etwa mit einem Rechteck aus Polylinien. Das ist, wie gesagt, wichtig. Jetzt mache ich mir eine kleine Hilfskonstruktion, damit mein Bogen auch die richtigen Maße bekommt. Ich habe hier eine Hilfslinie, die ich 5000 nach oben zeichne. Und dann habe ich hier genau in der Mitte meiner Hilfslinie nochmal eine horizontale mit der Einheit 2000 mm. Und an der kann ich mich jetzt orientieren, wenn ich meinen Bogen zeichne. Hier oben habe ich den zweiten Punkt. Wenn ich den Bogen jetzt einfach mal absetze, dann kann ich den an diesen Punkten ausrichten. Und wenn er ausgerichtet ist, spiegel ich ihn einfach. Ich muss den ja nicht zweimal zeichnen. Wenn der Bogen soweit fertig ist, kann ich meine gesamte Hilfskonstruktion entfernen. Jetzt könnte man natürlich überlegen, dass man einfach diese Linie belässt und sagt, da hätte ich doch gerne später sowieso einen Riegel, also kann ich den jetzt auch schon zeichnen. Ja, das stimmt. Das kann aber zu Problemen führen, wenn ich nachher die Position dieses Riegels verändern möchte. Deswegen ist es eigentlich immer zu empfehlen, wirklich möglichst wenig zu zeichnen und die restliche Aufteilung in Schückal vorzunehmen. Das sorgt dann auch dafür, dass man in Schückal viel flexibler die Dinge verändern kann. Deswegen bitte nur die notwendigen Umrisse, die die freie Konstruktion definieren, also in diesem Fall hier gerade diese Bögen zeichnen und den Rest einfach freilassen. Die Aufteilung ist in Schückal nachher viel einfacher, als jetzt hier diese Linien alle maßhaltig zu zeichnen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo die Layer ausgesucht werden. Das heißt, ich habe hier erstmal meine Fassadenpfosten. Dann gibt es hier den Befehl, um den Verwendungszweck festzulegen. Ich kann jetzt die einzelnen Linien anklicken und mit Enter bestätigen oder ich kann einfach hier ein Auswahlfenster drüberlegen und mit Enter bestätigen. Dann habe ich gleich alle Linien auf einmal umgewandelt. Das Gleiche mache ich nochmal mit dem Fassadenriegel. Verwendungszweck festlegen. In diesem Fall habe ich nur einen Riegel. Enter. Und Sie sehen anhand der Farben schon direkt, dass hier die richtigen Layer gewählt wurden. Sie können das auch so kontrollieren, indem Sie mal kurz den Cursor draufhalten. Dann wird Ihnen der Layer angezeigt. Und hier oben werden die Layer in die Liste der bestehenden Layer in der Zeichnung mit aufgenommen. Die sind also erst dann vorhanden, wenn sie auch angewendet wurden. So, was fehlt mir noch? Mir fehlt jetzt hier noch das Erkennen von innen und außen. Das heißt, wenn ich die Konstruktion übergebe zu Schückal, muss das Programm ja wissen, wo ist die Innenseite der Konstruktion, wo ist die Außenseite. Und da hilft uns dann die Z-Ebene, also die Ausrichtung an Z. X, Y ist meine Zeichenebene und in Richtung Z haben wir immer außen. Jetzt kann ich hier, ich gehe mal zurück in die Ansicht von oben, jetzt kann ich hier zwei verschiedene Methoden anwenden. Entweder Fenster über internen Punkt definieren. Das wäre also wie bei einer Schraffur, dass ich einfach hier in eine Geometrie hineinklicke und mit Enter bestätige. Jetzt werde ich hier unten noch abgefragt, wie die Bezeichnung sein soll. Ich könnte also hier eine freie Bezeichnung wählen oder einfach mit Enter bestätigen. Dann kriegen Sie hier das Fenster 1 oder die Fläche 1. Alternativ könnten Sie auch hingehen und sagen, ich möchte über Ebenen alle Fenster auf einmal definieren. Das heißt, wenn Sie jetzt hier nicht nur eine Fläche hätten, sondern Sie hätten eine Konstruktion wie zum Beispiel im Fußball, also eine gebogene Fläche mit lauter Einzelflächen, die aneinander stoßen, aber jede Fläche hat ihr eigenes Koordinatensystem, dann könnten Sie sagen, ich möchte hier das Ganze über die Ebene definieren. Dann bekommen Sie die Möglichkeit, X und Y jeweils an zwei Linien auszurichten. Und daraus ergibt sich dann die Fläche. Das können wir hier auch nochmal machen, indem ich die Fläche hier einfach lösche.
Wenn ich das Label lösche, ist die Fläche auch aufgehoben. Jetzt bekommen Sie hier die Aufforderung, hier unten die X-Achse des neuen BKS einzugeben. Das wäre so. Und jetzt sollen Sie die Y-Achse eingeben. Das wäre hier die Vertikale. Einfach einmal hinklicken und dann wird diese Fläche auch erkannt. Mit Enter bestätigen. Und so können Sie eben auch Flächen erfassen, die eine andere Ebene haben, wo die XY-Ausrichtung anders ist. In unserem Fall ist das natürlich nicht notwendig, weil wir haben es hier nur mit einer Zeichenebene zu tun. Dann können Sie die Fenster hier auch wieder löschen, wie wir es gerade schon gesehen haben. Dann gibt es noch Druckringinformationen. Das brauchen Sie, wenn Sie Pyramiden zeichnen, dass oben der Druckring einmal definiert wird, weil an dieser Stelle dann die Sparren abgeschnitten werden. Und hier haben wir das Analysetool. Damit starten wir die Übergabe aus dem SchüCut Next zurück zum SchüCut. Bevor ich das mache, lösche ich mal hier alle Inhalte, die ich nicht brauche. Ich möchte ja wirklich nur meine Konstruktion übergeben. So, die Zeichnung ist soweit bereinigt. Ich habe nur meine Konstruktion. Der untere linke Punkt meiner Konstruktion liegt auf dem Nullpunkt der Zeichnung. Nochmal der Hinweis darauf, das ist wichtig, weil ich sonst mein Element in SchüCut gar nicht wiederfinde in der Position. Das ist dann zwar vorhanden, aber liegt eben sehr weit außerhalb des Nullpunkts und das ist ein unschöner Effekt. Gut, wir haben soweit die Konstruktion fertig. Ich analysiere die Konstruktion. Jetzt könnte ich die Skalierung noch ändern. Das heißt, wenn ich jetzt hier nicht mit Millimetern, sondern mit Metern gezeichnet hätte, müsste ich den entsprechenden Umrechnungsfaktor eingeben. Sobald ich das mit OK bestätige, wird die Konstruktion zurück übergeben zum SchüCut. Ich wechsle jetzt also wieder in den Bereich SchüCut. Und hier bekomme ich jetzt meine neue Vorlage. Wie Sie sehen, haben wir es hier erstmal mit einer Vorlage aus Linien zu tun. Da sind noch keine Profile drauf, so wie wir das aus dem Fassadenbereich kennen. Das heißt, ich muss jetzt hier noch einmal im SchüCut diese Vorlage, diese selbstgezeichnete Vorlage mit Profilen belegen und verglasen. So, als erstes bekomme ich hier natürlich zwei Warnmeldungen, das ist klar. Die eine sagt mir, dass das Feld nicht rechteckig ist und dass der Luftschalldämmwert deswegen nicht ermittelt werden kann. Gut. Und das andere ist hier die Warnung, dass das zulässige Glasgesamtgewicht von 300 Kilogramm überschritten ist für den Riegel. Das ist natürlich kein Wunder bei dieser großen Konstruktion, aber wir sind ja auch noch nicht fertig. Wir wollen diese Konstruktion noch weiter aufteilen. Ich hatte Ihnen ja gesagt, es macht viel mehr Sinn, das hier im SchüCut-Bereich aufzuteilen als im CAD-Bereich, weil man dann eben auch leichter variieren kann, wenn man anschließend das noch weiter bearbeiten möchte. Das heißt, ich gehe hier einfach mal auf Fläche aufteilen. Ich hätte in der Breite gerne vier Felder. Und in der Höhe hätte ich gerne 8 Felder. So, das hat er gemacht. Jetzt empfiehlt es sich aber, gerade bei der freien Konstruktion auch mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Also wenn wir hier zum Beispiel mal näher rangehen, dann sehen wir, dass sich hier so eine unschöne Ecke ergeben hat. Da wird jetzt das Profil auch verlängert, wenn ich da rangehe. Deswegen wähle ich das mal aus und drücke auf Entfernen. Wir wollen sicherlich nicht hier diese kleine winzige Ecke nochmal mit einem Riegel füllen. Das macht keinen Sinn. Das gleiche auf der anderen Seite. Und es macht auch Sinn, mal nach den Fügungen zu schauen, weil überall dort, wo gleichrangige Profile
Profile aufeinandertreffen, also zum Beispiel in diesem Fall der Konstruktion die Pfosten, kann es natürlich zu solchen Kollisionen kommen, weil das Programm nicht eindeutig weiß, welche Konstruktion jetzt Vorrang hat. Wenn ich das Ganze mal drehe, dann sehe ich auch hier auf der Innenseite, dass es da durchaus mal zu fragwürdigen Konstruktionen kommen kann. Das kann ich jetzt vermeiden, indem ich zum Beispiel einen Fassadenpfosten ein bisschen kleiner mache. Der wird dann untergeordnet. Also ich wechsle jetzt hier einfach mal auf den nächstkleineren. Einen 105er habe ich hier. Dann nehmen wir doch mal einfach einen 85er. Da das Programm jetzt nicht unbedingt festen Regeln folgt, müssen wir hier teilweise die Fügungen nachbearbeiten. Sie wissen es, wenn man zwei Profile gleichzeitig wählt mit gedrückter Steuerungstaste, bekommen Sie hier die Möglichkeit, aus dem Kontextmenü heraus die Fügung zu ändern. Und dann sehen wir jetzt hier, dass dieser stumpf sein sollte und dieser sollte stumpf durchgehend sein. Und dann haben wir die Konstruktion bereinigt. Also, die freie Konstruktion bringt ihre eigenen Regeln mit oder eben auch weniger Regeln als die Standardvorlagen. Und deswegen lohnt es sich, da nochmal genauer hinzugucken. Aber ansonsten haben wir es jetzt hier mit einer Konstruktion zu tun, die wir wie gewohnt weiter bearbeiten können. Zum Beispiel kann ich hier eine Tür einsetzen. Indem ich die Flächen einfach nochmal zusammenfasse. Anschließend nochmal neu aufteile. Und dann die neue Fläche, die sich hier ergeben hat, einfach nochmal mit einer vorgefertigten Öffnung versehe. Sie können also Türen und Fenster einsetzen, so wie Sie es gewohnt sind bei einer Fassade. Jetzt wird es etwas übersichtlicher und man kann beliebig weitere Flächen ergänzen. Sie können Riegel verschieben. Alles das ist möglich. Nur der Ursprung dieser Konstruktion, der liegt eben nicht in einer Standardvorlage, sondern in einer selbstgezeichneten. Das ermöglicht es Ihnen wirklich sehr frei zu arbeiten und die gewünschten Konstruktionen auch so zu erstellen, wie sie angefragt wurden. So, auf der Seite auch noch. Insgesamt haben Sie gesehen, dass man, wenn man sich an ein paar kleine Vorgaben hält, die freie Konstruktion kein Hexenwerk ist, sondern dass man das durchaus schnell erlernen kann. Wie kommen Sie jetzt an dieses Tool? Vielleicht haben Sie in Ihrer Auswahl von Vorlagen die freie Konstruktion noch nicht freigeschaltet. Dann kommen Sie auch nicht hier in diesem Bereich Sonstiges auf die Schaltfläche freie Konstruktion. Ich zeige es nochmal eben kurz. So, hier waren wir. Systemvorlagen, sonstige. Wenn Sie dieses Feld vermissen, die freie Konstruktion, dann ist die bei Ihnen noch nicht freigeschaltet.
Diese Freischaltung ermöglichen wir Ihnen natürlich kostenfrei. Es ist nur nicht standardmäßig freigeschaltet, weil wir dafür sorgen möchten, dass Sie, wenn Sie diese freie Konstruktion benutzen möchten, bei uns auch einmal die Informationen dazu bekommen. Das heißt, wenn Sie hier die Toolbox nutzen, die mit Schickal mit installiert wird, dann finden Sie hier in der Toolbox die Möglichkeit, über Tools, Additional Components, weitere Komponenten in Ihrem Schickal freizuschalten. Und eine dieser Komponenten ist die freie Konstruktion. Sie rufen uns einfach an. Wir geben Ihnen einen kurzen sechsstelligen Code, den tragen Sie dort ein und wenn Sie Schickal das nächste Mal starten, werden Sie die freie Konstruktion auch vorfinden. Wir machen das nicht standardmäßig, weil wir gerne die ersten Konstruktionen, die Sie erstellen, mit Ihnen gemeinsam erstellen möchten. Wir möchten Sie da begleiten und nicht alleine lassen. Es gibt doch gerade bei diesen komplexen 3D-Konstruktionen den einen oder anderen Hinweis, den wir Ihnen geben möchten. Und deswegen begleiten wir Sie gerne dabei. Also hier über Additional Components können Sie das entsprechend freischalten. Ja, begleiten ist mein Stichwort, um das Webinar für heute zu beenden zum Thema freie Konstruktion. Wenn Sie so eine Aufgabe haben, wir begleiten Sie gerne, wir helfen Ihnen da gerne Schritt für Schritt. Wir können Sie über den Fast Viewer bei der Konstruktion begleiten. Wir unterstützen Sie mit den entsprechenden Hinweisen. Sie kennen unsere Adresse. Sie können uns gerne jederzeit anrufen, hier unter der 7004 für den CAD-Support. Oder Sie schicken uns an servicedesk@schüco.com eine Mail, eine entsprechende Anfrage und wir melden uns bei Ihnen. Ich hoffe, es war informativ und wir sehen uns bald wieder beim nächsten Schykal oder Schykat Next oder Athena SE Thema, je nachdem, welches Thema für Sie gerade interessant ist. Sie finden viele Videos auch auf YouTube in dem Bereich Schüco. Da gibt es verschiedene Playlists zu verschiedenen Themen und natürlich auch zum Thema Schükat Next. Vielen Dank für dieses Mal. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.